Hallo, wenn ihr einen langhaarigen Hund kennen möchtet, bei mir ist das mein Sheltie Tyrese, dann solltet ihr hergehen und nicht einfach mit irgendeinem Striegel oder irgendeinem Kamm so versuchen, da durchzugehen. Dann würdet ihr gar nicht richtig bis zur Haut kommen und dann verfilzt sich die Unterwolle und das wollen wir natürlich nicht. Ich gehe mal her, ich fange hinten ganz gerne an einem Bein, scheitle mir das Fell so ein bisschen und starte. Ja, die Rute nehme ich so ein bisschen weg. Ja, Tyrese könnte das schon. So. Und Stück für Stück scheitle ich mir eine Strähne zu der nächsten dazu. So. Und bürste wirklich, oder kämme vielmehr, kämme wirklich von der Haut bis zur Spitze alles komplett aus. Wenn das so ein bisschen schwer geht, solltet ihr hergehen und immer von der Spitze bis zur Haut kämmen. Also immer in der Spitze anfangen und dann den Strichen bis zum Ansatz an der Haut durchkämmen. Ja, dann habe ich wieder die Strähne fertig. Dann nehme ich wieder eine neue Strähne dazu und kämme noch weiter. Gleiches Spiel mache ich zum Beispiel auch hier vorne am Hals. Da muss der Hund so ein bisschen stillhalten. Ist natürlich alles eine Übungssache. Ja? Ich scheitle mir das so ein bisschen. Jetzt muss ich ein bisschen von hinten das machen. Ja, und kämme eine Strähne durch und nehme wieder eine neue Strähne dazu. Je dünner ihr die Strähnen wählt, umso ordentlicher werdet ihr den Hund durchkämmen. Von daher seid nicht zu ungeduldig. Nehmt ganz kleine Strähnen mit wenigen Haaren. Dann zieht das auch für den Hund nicht, dann ist das mehr eine Massage. Und da ist ja allen mitgeholfen. Zum einen ist euer Hund schön durchgekämmt. Das heißt, es sind keine Verknotungen oder sowas mehr zu finden. Und zum anderen ist auch einfach der ganze Vorgang des Kämmens für den Hund angenehmer. Der Tyrese mag das vorne am Hals nicht so gerne. Deswegen fange ich da gerne an. Das vielleicht noch als Tipp. Wenn ihr mit den Stellen anfangt, die Hunde super mögen, wird es im Laufe der Zeit ja immer ein bisschen unangenehmer. Deswegen mache ich das ganz gerne. Ich fange mit den Stellen an, die Tyrese nicht so gerne mag, wie jetzt hier am Hals. Und wenn wir das haben, wird ja alles immer nur noch angenehmer werden. Bis dahin, euch eine gute Zeit. Tschüss!